Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video von mir und freue mich natürlich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich hoffe, es geht euch gut. Ja, wir haben noch ziemlich früh morgens und jetzt habe ich Zeit und Lust, dieses Video für euch abzudrehen. Ihr seht, ich bin noch total nackig im Gesicht, ich habe noch mich gar nicht geschminkt, außer eine Tagescreme und eine Augenpflege habe ich noch nichts im Gesicht aufgetragen. Das möchte ich aber ändern im Laufe dieses Videos. Ich habe euch in meinem letzten Video, in meiner Schminkaufbewahrung, habe ich euch zwei Produkte am Ende gezeigt, die ich mir neu zugelegt habe. Die möchte ich mit euch ausprobieren. Wer das Video gesehen hat, meine Schminkaufbewahrung, hat das dann schon mitbekommen. Und zwar habe ich einmal von Maybelline die Fit Me Foundation. Genau, diese hier. Preis, ich habe da den Kassenbon nicht mehr von, aber ich glaube, die lag zwischen 6 oder 7 Euro sowas. 6, 7 Euro meine ich, ja. Genau, und die Mascara, die lag, glaube ich, bei 8,95 Euro. Im DM habe ich beides gekauft. Das ist von L'Oreal eine neue. Die nennt sich Mega Volume Miss Hippie. Kommt in so einer schönen orange-bronzefarbenen Verpackung daher. Miss Hippie, ich habe mir noch gar nicht die Bürste angeguckt. Hier steht einfach nur drauf, Megavolumen. Nee, zerzaustes Megavolumen. Zerzaust, oh Gott. Okay, das habe ich vorher nicht gelesen. Ja, ich sehe schon. Ist eine ziemlich schlichte Bürste, keine Kunststoffborste. Und ihr seht, mittelgroß würde ich sagen. Und die Härchen stehen auch ziemlich eng zusammen. Ich bin gespannt, wie zerzaust meine Wimpern danach aussehen. Wir werden das gleich ausprobieren. Genauso wie die Foundation. Ja, und dann kommen wir jetzt noch zu ein paar Sachen. Habe ich bei Instagram gesehen und auch schon bei ein, zwei YouTubern im Video. Die hatten die LE schon entdeckt. Ich habe sie erst gestern entdeckt bei uns im DM. Die schwärmten so von dieser neuen LE Bloggers. Wie heißt die? Bloggers Beauty Secrets, genau. Und zwar gibt es, das ist eine reine Paletten-LE. Außer, nee, Quatsch, da gab es noch Nagellacke. Die fand ich, glaube, 3 oder 4 Farben. Die fand ich jetzt aber nicht so interessant. Und es gab ein Täschchen, so ein Aufbewahrungstäschchen. Aber die Paletten haben mich interessiert. Und es gab 4 Stück und ich habe mir 3 mitgenommen. Genau, diese 3. Die 4. das war, glaube ich, so eine reine Augenbrauen, also für die Augen. Für die Augenbrauen so eine Palette. Aber ich habe jetzt Augenbrauenprodukte, die ich ganz gut finde und deshalb fand ich die jetzt nicht so spektakulär. Ja, aber diese 3 Paletten hier, die habe ich auch dann gleich doppelt mitgenommen. Also ich habe jede Palette 2-mal. Warum, erkläre ich euch am Schluss des Videos. Genau, ja, also diese Paletten haben jeweils 4,95 Euro gekostet und das finde ich eigentlich einen guten Preis. Ich fange mal an mit dieser Palette. Das ist diese Glow Must Go On Palette. Wunderschön aufgemacht, das ist alles so ein Pappkarton. Ja, und das wurde wohl ja, von 4 Bloggerinnen mitentworfen. Bloggers Beauty Secrets Bronzing Highlighter Palette ist das. So, ich klappe die mal auf. Da haben wir hier oben erstmal einen süßen Spiegel. Und da steht dann auch die Bloggerin, die das wohl mitentworfen hat. Und die heißt Serena. Genau. Und das Ganze ist dann auch nochmal schön geschützt mit so einer Folie. Ich habe noch keins der Produkte ausprobiert. Und ich werde jetzt erstmal vorsichtig hier die Folie entfernen. Und dann haben wir hier auch nochmal... Moment... Erstmal einmal die Palette, so im Ganzen. Da haben wir hier nämlich, der ist auch nochmal abgeklebt, so ein Pinselchen. Ob ich das verwende, weiß ich nicht, obwohl vielleicht für den Highlighter. Da ist nämlich, genau, der Pinsel sieht so aus, fühlt sich sehr weich an. Ja, vielleicht für den Highlighter, mal gucken. Ja, und dann haben wir hier nämlich Honey Glow Highlighter. Das ist dieser hier. Und ihr seht schon, der Bronzer auch sehr schimmrig. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich das nicht als Bronzer verwende, sondern vielleicht eher als Lidschattenersatz. Naja, ich gehe jetzt mal in den Highlighter rein. Wow, könnt ihr das erkennen? Also ich sehe es hier schon im Display. Der hat einen unheimlich tollen goldenen Glow. Wow,
Machen wir mal hier hin. So. Wahnsinn. Oh, der ist aber schön. Seht ihr das? Je nach Lichteinfall schimmert der mal weißlich und mal richtig schön golden. Ja, auf gebräunte Haut. Ich meine, ein bisschen Farbe habe ich schon bekommen. Auch noch hier nochmal aus der Ferne. Da bin ich doch jetzt positiv überrascht, dass der so einen schönen goldenen Glow hat. Ja, dann haben wir noch zwei Eyeshadows. Cinnamon und Sandalwood. Hier haben wir den Cinnamon. Der geht so ein bisschen ins, ja, ins Orange, würde ich sagen. Und der ist matt. Genau. Und hier haben wir dann den Braun-Rot-Ton, Sandalwood. Oh ja, sehr gut pigmentiert. Moment, ich mache sie mir mal eben hier. So, genau, hier haben wir dann diesen schönen braun-roten Ton und hier den Cinnamon. Den könnte ich mir gut in der Lidfalte vorstellen. Ja, also ich weiß noch, wo ich damals 2012 hier mit YouTube angefangen habe. Da war Essens nicht so gut pigmentiert. Ich bin echt überrascht. Jetzt gehe ich mal, also ihr seht vielleicht, also die Eyeshadows sind matt. Das ist der Highlighter und jetzt gehe ich mal hier in den Bronzer. Und der schimmert, ja. Dann gehen wir mal hier in die Mitte, in dieses hellere Braun oder Bronze. Und in diesen Braunton. Da sind sie. So. Und ich mische die jetzt mal alle hier auf meinem, oder ich gehe noch mal einmal durch alle Farben durch hier. Und misch das mal. So, so sieht jetzt der Bronze aus, wenn man alle drei Farben mischt. Ja, der hat keine groben Glitzerpartikel, meine ich. Oder? Ja, doch, so ein paar vielleicht. Geht so ins Rotbraun. Also, die kann mir die auch als Lidschatten gut vorstellen. Mal gucken. Ja, und ich werde gleich mal schauen. Ich werde bestimmt nicht alles jetzt aus allen drei Paletten benutzen können, aber so ein bisschen was vielleicht aus jeder Palette, dachte ich mir. Aber ich bin echt sehr überrascht und freue mich jetzt, dass ich die Palette mitgenommen habe. Und dann machen wir mal weiter mit der Touch Up To Go One For All Palette. Das ist diese hier, auch ganz toll aufgemacht. Und die Bloggerin, die das wohl mitentworfen hat, heißt Diana. Genau. Und da haben wir hier auch einen Spiegel und das ist dann die Palette. Da ist jetzt noch die Abdeckfolie drüber, das finde ich klasse. Mit einem doppelseitigen Pinselchen und ihr seht schon ein Blush, zwei Blushfarben. Ah, ich mache erstmal die Folie ab, das spiegelt doch sonst. So, ich zeige euch erstmal den kleinen süßen Pinsel. Der sieht so aus. Ich denke mal hier so zum Eyeliner-Strich ziehen und hier so ein... Ja, weiß ich nicht. Der ist ziemlich schmal. Also ich glaube nicht, dass ich den gleich verwenden werde. Vielleicht die Seite. Ich bin mir noch nicht sicher. Aber so zum Mitnehmen, zum Verreisen nicht schlecht. Ja, und dann haben wir hier einen One for All Balm. Ach, da ist auch nochmal Folie drüber. Auch nochmal extra gesichert. Okay, Moment. Da müssen wir eben die Folie abfummeln. Da ist sie. Oh, ich muss mal eben... Der riecht, also dieser Balm, der riecht voll nach Honig. Also ich denke mal, One for All Balm, ja, ich kann da ja mal reingehen mit dem Finger. Das hätte jetzt nicht sein müssen, fühlt sich sehr weich an, ist ein farbloses, ich mach's mir mal auf die Lippen. Aber was willst du damit noch machen? Also ich würde es mir jetzt nur auf die Lippen machen. Wie gesagt, das hätte nicht sein müssen, aber... Ich finde, der riecht und schmeckt ein bisschen nach Honig. Fühlt sich gut an auf den Lippen, aber hätte jetzt nicht sein müssen. Da hätten sie ruhig noch eine andere Lidschattenfarbe mit reinpacken können. Und hier seht ihr schon das wunderschöne Blush. So halt so ein Orange-Aprikot und so ein Pink. Da sind so leichte silberne oder goldene Glitzerstückchen drin. Und dann haben wir On the Move Eyeshadow Coffee to Go. Hier ist der Move Coffee to Go. Und wie heißt der? Shine. Ja, dann gehe ich mal erstmal in den Shine-Lidschatten hier. Oh, der ist ja toll. Wunderschön. Der könnte auch schon fast als Highlighter fungieren. Das ist jetzt der helle. Hat ein sehr schönes Finish. Und der Coffee to Go hier, der braune. Auch schön.
Aber der ist, glaube ich, nee, der ist nicht matt. Da sind auch ein paar Glitzerstückchen drin. Coffee to go passt ja zu mir. Ich liebe ja Kaffee. Und dann haben wir halt noch den On the Move. Und der, meine ich, ist matt. Der müsste matt sein. Auch ein ganz, ganz toller Farbton. Mache ich mir mal hier drunter. So ein bisschen krümelig sind sie, wenn ich mit dem Finger reingehe, aber das hält sich noch in Grenzen. Aber ich finde die Pigmentierung, die Farbabgabe schon mal sehr, sehr schön. Ja, und die in Kombination kann ich mir auch sehr gut vorstellen. So, und jetzt gehen wir ins Blush rein. Genau, in diesen eher Pinkton würde ich sagen. Und in das Orange. Das sind die zwei Farben hier. Die trage ich erstmal. Wartet mal. Ja. Also, das geht. Ich hätte sie mir noch knalliger vorgestellt. Die haben zwar Schimmerpartikel, aber an sich, wenn man den hier sieht, finde ich sie sehr, erscheinen sie mir als sehr matt. Jetzt mische ich mal beide Farben und dann ergibt das, ja, doch, das geht. Ja, so ein schönes Aprikot-Orange. Also das Blush werde ich gleich ausprobieren. Finde ich sehr, sehr schön. Die Palette mit dem Pinsel dabei und ja, der One-for-All-Balm, ja, was willst du noch mit dem Balm machen? Vielleicht hier über die Augenbrauenhärchen zum Fixieren. Aber auch eine sehr, sehr schöne Palette. So, dann kommen wir jetzt zur letzten Palette, die ich mir noch mitgenommen habe, die Vintage Rose Eyeshadow Palette. Die sieht so aus. Und die Bloggerin heißt Palmira. Haben wir auch einen sehr schönen Spiegel hier oben. Und ich mache mal erstmal jetzt die Folie gleich ab. Genau, da haben wir auch einen Pinsel mit dabei. Ich glaube, das könnte der gleiche sein wie in der anderen Palette. Hier haben wir die Eyeshadow-Farben. Und das sieht mir auch wieder aus wie ein schöner Highlighter. Und das ist ein Cremeprodukt als zum Eyeliner-Strich ziehen. Das kann ich ja probieren. Das ist nämlich so ein Cremeprodukt, sehe ich schon. Secret Key Eyeliner. Ja, Shimmer on You. Ich swatch euch die mal eben. Das ist Shimmer on You. Oh ja, der schimmert schön. Muss ich mal eben wieder sauber machen. Moment. Bin gespannt, wie die sich auf dem Auge verarbeiten lassen. Oh ja, der hat wirklich einen sehr, sehr schönen Schimmer. Ja, könnte man auch durchaus vielleicht als Highlighter verwenden. Dann haben wir die Farbe Velvet Rose und Charming Mauve. Die beiden sind, glaube ich, matt. Der hier schimmert. Und Hazel Eyes finde ich auch total schön, so ein Karamellton. Dann gehe ich jetzt erstmal in Velvet Rose rein. Sonst, oh ja, oh ja. Ein schönes, leichtes Rosé. Und in dem Charming Mauve, in dem Mauve-Ton. Ja, der krümmelt ein bisschen mehr, aber ja, matte Lidschatten krümmeln an sich, glaube ich, mehr, ne, wie jetzt. So schimmrige, aber auch wunderschön. Und dann haben wir noch Hazel Eyes, hier diesen schönen, also den könnte ich mir so zum Verblenden auch durchaus vorstellen. Seht ihr wahrscheinlich jetzt nicht Hazel Eyes, doch hier oben. Also ist ein schöner Hautton da. Und der letzte, der etwas schimmrige Earth and Love, ist so ein schönes Braun mit goldenem Glitzer. Auch ganz gut pigmentiert. Da haben wir. Also die Farben finde ich passen auch sehr, sehr gut zusammen. Aber vielleicht nehme ich jetzt, ich will ja aus jeder Palette was nehmen. So, und dann haben wir noch den Hello Glow. Diesen Highlighter. Ja, aber der, Moment. Ja, also der ist ja interessant. Der hat auch. Ich dachte erst so einen goldenen Glow, aber je nach Lichteinfall, seht ihr das hier oben, erscheint der mir auch fast als, ja, so ein bisschen pink. Schaut mal, so holomäßig. Auch total schön. Ja, da bin ich mal gespannt, was ich gleich als Highlighter benutze. Ja, und den Pinsel können wir auch noch mal eben rauskramen. Genau, das ist auch wie in der anderen Palette, zwei Seiten. Einmal hier vielleicht für den Creme-Eyeliner gleich und hier. Das Pinselchen. Genau, und dieser Secret Key Eyeliner, ich kann da ja mal reingehen, das ist halt so ein Cremeprodukt. Und das ist ein wunderschönes dunkles Braun.
Bin gespannt. Ich hoffe, der trocknet mir nicht so schnell ein, weil die Palette ja nicht ganz, boah, ist ja schön, sich schließen lässt. Schaut mal, das ist der Eyeliner. Ja. Okay, den werde ich dann auch gleich mal ausprobieren. Das sind die drei Paletten. Ich weiß ja nicht, vielleicht habt ihr die LE auch schon entdeckt. Ich finde sie sehr, sehr gelungen, muss ich sagen. Wie gesagt, die vierte im Bunde, die glaube ich speziell war jetzt für die Augenbrauen, die hat mich jetzt nicht so interessiert, aber diese drei. Ich fange jetzt an mit einem Primer, weil ich habe wirklich gemerkt, bei so Foundations, weil ich doch etwas vergrößerte Poren hier im Nasenbereich gerade habe, ist das Ergebnis ebenmäßiger und schöner mit einem Primer. Und da habe ich hier von Smashbox den Photo Finish Primer und das ist der ölfreie. Genau. Und den finde ich ganz gut. Den trage ich mir jetzt mal als erstes auf. Das ist so eine etwas gelige Konsistenz. Und ja, trage ich, das reicht schon. Also der fühlt sich natürlich, wenn man das so aufträgt, man spürt dieses, das, natürlich sind da Silikone drin, das spürt man auch. Ist total glatt und flutschig, wenn ich das hier so auftrage. Mhm. Also ich gebe mir jetzt überall ein bisschen hin. Und ja, dann bin ich jetzt schon sehr gespannt. Ich habe jetzt von dieser neuen Foundation den zweithellsten Ton gewählt, die 120 Classic Ivory. Es gab noch einen helleren Ton, aber da habe ich mir gedacht, ich habe den Tester geswatcht und dachte mir, das könnte wirklich zu hell sein, gerade jetzt für den Sommer. Hier steht halt drauf für normale bis fettige Haut und das habe ich. Ebenmäßig mattes Ergebnis ohne Ränder, kaschiert Poren ohne zu verstopfen, dank mikrofeiner Puderpigmente passt sich Hautton und Hauttextur an. 30 ml ist nicht gerade viel, ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich nicht viel brauche. Ist nochmal gesichert mit so einer Folie auf dem Verschluss. Ja, oder soll ich es mit den Fingern auftragen? Ja, ich habe immer die Sorge, dass so ein Pinsel viel Produkt schluckt, ne? Ich gebe mir mal einfach jetzt was von der Foundation hier auf meinen Handrücken. So sieht die aus, ist relativ flüssig. Ja, und jetzt nehme ich mal was auf mit dem Pinsel und fange mal an auf meiner Stirn. Und dann hoffe ich, dass der Farbton einigermaßen passend ist. Ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter weg und schaue dabei in den Spiegel. Ich glaube, das ist sicherer. Und ja, dann sieht man an meinem Muttermal, es ist leicht abgedeckt, doch. Oh ja, doch. Ich würde sagen, das ist so vom Gefühl her, würde ich sagen, das könnte eine mittelmäßige Abdeckung ergeben. Also eine mittelmäßige Abdeckung. Meine Wortwahl heute Morgen. Also ich muss jetzt wieder was nachnehmen. Ich werde es auch mal irgendwann probieren, da mit den Fingern aufzutragen. Gehe mir jetzt bewusst auch mal einfach über die Augen. Und mal schauen. Also ich habe das Gefühl, dass das Produkt sehr schnell in die Haut einzieht irgendwie. Ja, weiß ich auch nicht. Und ihr seht halt an meinem Muttermal, blitzt natürlich noch durch, ist aber wesentlich abgeschwächter. Und von daher würde ich sagen, ist es ein bisschen deckender wie eine BB-Cream. Ja, ich muss noch mal was nachnehmen, das reicht noch nicht. So. Aber ich glaube, so vom Hautton, naja, mal gucken, manchmal dunkeln die ja noch ein bisschen nach. Aber das mit dem Pinsel, also ich mag diesen Sigma-Pinsel sehr zum Auftragen von flüssigem Make-up. So, das müsste aber reichen. So, ich meine, ich hätte es gut verteilt. So, genau, das ist jetzt das Ergebnis erstmal. Und okay, ich habe jetzt nicht, wir gucken mal hier gerade im Nasenbereich. Da setzt sich das gerne schon mal unschön in die Poren ab. Ich habe jetzt einen Primer benutzt und an sich soll ja die Foundation alleine schon die Poren nicht verstopfen. Stand da ja.
Also ich finde das Ergebnis so auf den ersten Blick ganz okay. Was meint ihr? Also leicht abdeckend und so mega fettig, glowig sehe ich wirklich nicht aus. Also ich habe wirklich ein tolles Gefühl. Auch wenn ich hier in den Spiegel gucke. Ja, also vom Gefühl her würde ich sagen, ist die 120 der Farbton passend. Wenn ich im Winter ganz käsig bin und ich, vielleicht wird das einer meiner größten Favoriten jetzt demnächst, wer weiß, dann könnte ich mir auch vorstellen, im Winter mir die hellere Farbe mal zuzulegen. Ich puder trotzdem kurz ab. Weiß ich nicht, ich fühle mich dann immer wohler. Ich werde jetzt auch, Concealer habe ich jetzt gar nicht mit, auf Concealer verzichten. Ich habe hier von MAC das Prep and Prime. Das ist ein farbloses Puder, das habe ich schon ziemlich lange und ihr seht, ja, ich mag das sehr und jetzt stelle ich gerade fest, mein Puderpinsel ist noch nicht hier. Moment. So, ich bin wieder zurück, bewaffnet mit einem Puderpinsel und puder jetzt einmal mit diesem MAC Prep and Prime ganz kurz einmal ab, obwohl wirklich ich den Eindruck habe, dass die wirklich sehr matt erscheint, die Foundation, das Finish. Aber einmal hier gerade über meine Augen, so zum Setten, denke ich mal. Und das Puder ist echt klasse. Ist natürlich nicht ganz so günstig, aber es ist sehr ergiebig und mattiert sehr, sehr lange. So, das reicht schon. Genau, jetzt sehe ich noch matter aus, aber ich fand jetzt nach der Foundation habe ich auch nicht so geglänzt, ja. So, dann, also ich mache jetzt hier kein volles Make-up. Ich will halt jetzt nur für euch die Produkte testen, die ich neu habe. Deshalb lasse ich jetzt meine Augenbrauen auch einfach so, wie sie sind. Genau, und womit fange ich denn mal an? Von den drei Paletten. Ich überlege. Ich trage mir jetzt als erstes mal Blush auf. Und zwar war ja in dieser Palette dieses wunderschöne Blush. Ich habe mir von Real Techniques aus dieser silbernen Kollektion den Cheek Brush. Das ist so ein etwas fester gebundener. Ich gehe jetzt mal einfach in beide Farben rein. Mische die so. Krümelt ein wenig, aber das geht. Nö, kaum. Krümmelt also kaum, wenn ich hier so reingehe. Okay. Jetzt habe ich beide gemischt und schaut mal. Also wenn man das so sieht, dann meint man ja, oh, aufpassen. Aber ich war jetzt ordentlich drin und habe, das reicht ja schon fast. Man kann natürlich auch, weil die Fältchen sind, oder die Felder, die einzelnen Felder sind ziemlich groß. Ich gehe jetzt mal ein bisschen mehr in diesen Pinkton rein. Dann kann man das natürlich so, wie man es gerne haben möchte. Und das finde ich gut, ja. Also mit dem Pinsel passt das hervorragend. Schön. Und trotz der Glitzerpartikel erscheint das Blush ziemlich matt, finde ich. Ja, ich packe mir jetzt auch gleich noch ein bisschen Highlighter ins Gesicht. So. Also ich muss sagen, ich hätte jetzt echt gedacht, dass ich mehr glänze, also dass das Blush viel mehr Schimmer beinhaltet. Aber nö. Finde ich eine sehr schöne, frische Farbe, wenn man beide Töne mischt. Und ja, freue ich mich sehr, gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, dann, ich denke mal, ich bleibe jetzt einfach mal bei der Palette, bei dieser hier und benutze jetzt noch den On the Move Eyeshadow, diesen matten Mauve-Ton, der für mich mehr so ins Flieder-Pink, ja, mehr so ins Lavendel geht. Den möchte ich gerne mit einem Lidschatten. Ich habe noch keine Eyeshadow Base. Nein, ohne Eyeshadow Base geht das nicht. Also ich benutze eigentlich immer eine Eyeshadow Base. Und zwar trage ich mir mal eben fix von Catrice die Prime and Fine auf. Die gibt es ja im Standardsortiment. Ich habe auch noch die weiße, die so ein bisschen weißlich schimmert. Aber die gibt es ja leider nur bei Müller in der großen Theke. So, mit dem MAC Lidschattenpinsel 239, so ein ganz normaler Lidschattenpinsel, werde ich jetzt mal in den Mauve-Ton reingehen. Und ihr seht, der krümelt so ein bisschen, aber der ist auch matt. Oh ja. Dann hole ich euch mal ran. Und oh ja. Tragen wir uns mal diesen matten Lidschatten auf. Also ich muss wirklich sagen, ich habe erst hin und her überlegt, Nadine,
Ne, weil ich habe, ihr wisst ja, ich habe ja jetzt nicht gerade wenig Schminke, dekorative Kosmetik. Aber als ich die dann da sah in dem Aufsteller, habe ich mir gedacht, also, nee, die möchten gerne mit, die nimmst du jetzt mit. Und ich finde wirklich, ihr seht es ja, es lässt sich gut auftragen und zack. Den schon alleine auf dem Auge für ein Alltags-Make-up finde ich klasse. So, den habe ich jetzt auf beide Augen. Und ihr seht, der krümmelt schon etwas mehr. Ne? Also hier das Blush, das hat überhaupt nicht gekrümmelt, so gut wie gar nicht. Aber hier seht ihr, na, der krümmelt ein bisschen. Aber ich finde, der hat sich gut auftragen lassen und gefällt mir sehr, sehr gut. So, und dann verabschieden wir uns erstmal von dieser Palette. Und dann kommen wir mal zu Vintage Rose, die nehme ich jetzt. Und was mache ich da? Charming Mauve, diesen matten Mauve-Ton hier, den werde ich mir jetzt mit einem von Real Techniques aus dieser neueren Serie, hatte ich ja zu Weihnachten bekommen von meinem Daddy. Ich glaube, der hat eine Nummer, die 201 ist das, ein festgebundener. Da gehe ich jetzt in Charming Mauve rein. Und den setze ich mir jetzt mal hier in die Lidfalte. Eigentlich wollte ich ja mit der Lidfalte beginnen. Und immer wieder vergesse ich das. So. Und der passt auch gut zu dem Lidschatten, finde ich. Und ist halt auch wirklich matt. Setzen wir mal ein bisschen nach außen hier. Doch. Setze es mir jetzt mal etwas höher. Sehr, sehr schöne Farbe. So. Ich bin auch gespannt auf den Eyeliner. Der befindet sich ja auch hier in dieser Palette. Schauen wir mal. So. Kann man auch schon schön mit dem Pinsel ein bisschen verblenden, die Kanten. So, passt sehr gut. So, ich habe mir jetzt hier auch aufgetragen in die Lidfalte und hier am äußeren Lidrand ein bisschen höher. Und gleich verblenden wir noch. Aber ich finde beide Farben sehr schön. Auch der hat jetzt etwas gekrümmelt, wie ihr sehen könnt. Genau. So, und ich habe mir gedacht, ich bleibe jetzt noch bei der Palette und nehme mir diesen Hazel Eyes, diesen matten. Ja, Hautton würde ich sagen, Nude-Ton mit dem Evelyn Blendepinsel. Setze mir den hier unter meinen Augenbrauenbogen. Und das sieht man, oder ihr seht, man sieht fast nichts. Und deshalb denke ich mal, ist der super zum Verblenden. Also gehe ich jetzt auch mal hier schön über die Kanten und hoffe, ja, dass sich die Essence-Lidschatten gut verblenden lassen und vielleicht trage ich gleich noch mal da ein bisschen nach, mal gucken. Ja, aber ich finde, jetzt sieht es schon ebenmäßiger aus wie bei diesem Auge hier. Jo, machen wir das hier auch ganz fix. Noch ein bisschen. Und der ist auch matt. Also bisher habe ich ein rein mattes Augen-Make-up. Das wird sich wahrscheinlich gleich ändern. So. Doch. Also ich bin der Meinung, die lassen sich ganz gut verblenden bis hierhin. Ich habe jetzt hier von zu Eva die 230. Das ist so ein schmaler gebundener aus der Entaupe L.E. war der. Genau. Und da gehe ich jetzt bei der gleichen Palette in den Shimmer on You, in diesen schönen schimmernden rein. Den möchte ich mir gern in den Augen Innenwinkel setzen. Mal vorsichtig tupfen. Oh ja. Ja, der hat so einen ganz leichten Rosé-Stich, würde ich sagen. Und passt von daher ganz gut zu dem Lidschatten. Und ja, ich glaube, das passt ganz gut zusammen. Den könnte ich mir jetzt auch unter einen Augenbrauenbogen setzen, aber vielleicht nehme ich da gleich noch einen anderen. Einfach hier in den Augeninnenwinkel ein bisschen nach oben und nach unten ziehen am Lidrand.
Und dann haben wir hier doch schon mal so einen kleinen Hallo-Wach-Klecks am Augen, im Auge, nein, nicht im Auge, im Augeninnenwinkel. Jo. Ja. Ich habe mir jetzt gedacht, weil, also ich bin jetzt hier gerade bei der Bronzer- und Highlighter-Palette. Und das ist mir wirklich hier zu viel Schimmer und also zum Bronzen möchte ich das nicht verwenden. Was ich gerne machen möchte ist, ich nehme jetzt nochmal den Lidschattenpinsel von vorhin und gehe mal damit in diesen helleren Ton aus der Bronzerpalette und setze mir den hier drüber. Und möchte einfach mal gucken, wie der dann so auf dem Auge aussieht. Weil ich mir diese Bronzertöne durchaus auch als Lidschattenersatz gut vorstellen kann. Ne, da sieht man schon, Farbunterschied ist da jetzt nicht so gegeben, aber man sieht natürlich jetzt, ne, matt und doch, hat halt so einen leichten goldenen Schimmer und gerade im Sommer finde ich das sehr schön und ja, dann werde ich das, denke ich, mal so machen. Sei denn, ich kriege jetzt ganz viel Farbe, dann kann ich mir diesen Bronzer durchaus auch im Gesicht vorstellen. Aber im Moment finde ich einfach, bin ich zu blass. Und ja, aber so gefällt mir das. Ne? Jetzt haben wir quasi den aufs Auge gebracht. So als Topper. Gefällt mir auch. Und schon sind wir nicht mehr ganz so matt. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zur Vintage Rose Palette. Da möchte ich jetzt diesen Eyeliner ausprobieren. Und ich probiere es tatsächlich mal mit dem Pinsel. Hier mit diesem Applikator, der dabei ist. Und gehe da jetzt in diesen Creme Eyeliner rein. Moment. Und versuche jetzt damit am Lidrand hier oben mir einen Strich zu ziehen. Ja, ich war sehr vorsichtig jetzt hier in dem Töpfchen. Ich habe das Gefühl, dass der Pinsel nicht ganz so dünn oder beziehungsweise nicht ganz so ebenmäßig geschnitten worden ist. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Oh, nicht ins Auge, Nadine. Ich glaube, ich ziehe den etwas dicker. Oder? Oh doch, also der ist schon sehr farbintensiv. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Er ist halt ziemlich weich in der Konsistenz und ich hoffe, der hält den ganzen Tag. So. So, also von der Handhabung her, also von der Konsistenz von diesem Eyeliner, von dem Produkt her, finde ich das sehr, sehr schön, sehr geschmeidig, sehr weich und auch sehr farbintensiv. Nur, ihr seht es vielleicht, ich habe es teilweise zu dick aufgetragen, zu puckelig. Also es fiel mir etwas schwer mit diesem kleinen Pinsel das aufzutragen. Ich denke mal, mit meinem Eyeliner-Pinsel schaffe ich das vielleicht dann noch besser, aber so, damit ihr das mal sehen könnt, finde ich wirklich nicht schlechter. Den muss ich jetzt erstmal waschen gleich. Und dann hätten wir erstmal diese Palette. Jetzt kommen wir nochmal zur Highlighter- und Bronzer-Palette. Und jetzt möchte ich gerne noch einen Lidschatten am unteren Wimpernkranz auftragen und ein bisschen highlighten. Und ich glaube, ich nehme jetzt mal den Sandalwood, diesen wunderschönen, ja, ich würde sagen rotbraunen. Den nehme ich mir jetzt. Ich nehme einfach so einen abgeschrägten Lidschattenpinsel und gehe dann in diesen Braunton. Da muss man ausklopfen, auch das krümmelt ein bisschen. Und den möchte ich mir einfach am unteren Wimpernkranz vorsichtig auftragen. Der ist matt. Ja, der ist auch matt. Ruhig bis hier vorne hin. Und dann auch ein bisschen verblenden die Kanten.
Ja, und ihr seht, der geht so ein bisschen mehr ins Rotbraun, ne? Etwas heller erscheint er jetzt bei euch in der Kamera hier. So, doch, ich finde den auch ganz schön. Er geht halt so ein bisschen mehr ins Rötliche, aber ist auch ein schönes Braun. Ja, dann haben wir jetzt hier noch diesen Honeyglow Highlighter, den ich euch zuerst gezeigt habe, der diesen wahnsinnstollen goldenen Glow hat. Jetzt habe ich, ich nehme jetzt einfach mal so einen etwas puscheligen. Ich habe eigentlich einen anderen Highlighter-Pinsel, aber ich glaube, das funktioniert mit dem hier auch ganz gut. Hoffe ich doch jetzt mal. Trage mir das mal hier so auf meinen Wangenknochen. Und dann könnt ihr, glaube ich, schon den Gold. Oh wow. Also der glowt hier aber wirklich mega. Schön. Hat nicht so einen speckigen Glow, aber dieses Gold, das schimmert richtig toll, finde ich. So, jetzt für den Sommer, ganz, ganz toll, ja. Also der gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Hier seht ihr noch mal etwas näher. Ne, also das Blush wirklich erscheint eher matt. Und der hier, der glowt. Ich gehe jetzt noch mal zurück zu der Palette mit dem Blush und möchte diesen, wie heißt der, Shine On Eyeshadow, diesen hier. Also den setze ich mir jetzt unter meinen Augenbrauenbogen, weil ich glaube oder hoffe einfach mal, das könnte auch ganz gut aussehen. Der hat halt so einen richtig schönen Schimmer und Glanz und ja. Ich glaube, das könnt ihr auch gut sehen. Ja, warum nicht, ne? Hier oben mehr den weiß-silbernen Glow und hier unten den goldenen. Jo. Gut, ihr Lieben, das soll es dann erstmal sein zu den Paletten. Ich denke, ich habe euch vieles zeigen können aus den verschiedenen Paletten und muss sagen, mir gefällt das ganz gut. Und jetzt kommen wir noch zur Mascara. Da habe ich ja so ein bisschen Bammel. Hier die Miss Hippie von L'Oreal, wo drauf steht zerzaustes Megavolumen. Naja, ich bin gespannt. Moment. Da ist die Bürste. Jetzt komme ich noch mal ein bisschen näher. Und fahre erstmal ganz vorsichtig an meinen Wimpern lang. Ja. Moment, finde ich, sehe ich noch gar nicht so zerzaust aus. Finde die Mascara ganz gut von der Konsistenz. Sie macht einen nicht zu flüssigen Eindruck, aber auch nicht zu trocken. Ich finde das auch immer ganz wichtig. Ich hatte mal eine Mascara, die war von Anfang an total trocken irgendwie und bröckelte ohne Ende. Ich glaube, das war mal eine von Revival de Loop. Die habe ich auch direkt in eine Tonne gekloppt, Winner. Augeninnenwinkel. Jetzt wird es wieder gefährlich. Nicht, dass ich mich wieder anmale. So, ich drücke das mal ein bisschen hoch. Und finde. Finde. Findest du nicht schlecht für den ersten Auftrag, oder? Ja. Ich werde, denke ich mal, gleich noch eine zweite Schicht drüber legen. Jetzt versuche ich mal unten zu tuschen. Gucken, ob das klappt. Oh, hier seht ihr diesen Highlighter. Wahnsinn. Ist mir schon fast zu Gold. Also zu viel Gold, aber. Ja, ich habe eigentlich meine Highlighter, die meisten sind halt, gehen so mehr ins Weiß, ne? Ins Hellere. Aber gut. Also hier unten lässt sich das ganz gut tuschen, auch mit der Bürste. Bisher. Gibt ganz gut Produkt ab. Und ja. Ist schon wieder ein ganz krasser Unterschied zu dem ungetuschten Auge. Dann tusche ich mir das andere Auge auch mal eben und dann lege ich noch mal hier oben eine Schicht nach. Mal gucken, ob ich dann zerzauster aussehe, weil so nach dem ersten Auftrag finde ich das jetzt gar nicht mal so zerzaust. So, beide Augen sind getuscht, eine Schicht
Und jetzt lege ich mal noch eine zweite drüber. Oh, die trocknet aber schnell an. Also das spürt man ja. Die erste Schicht ist sehr schnell angetrocknet. Die sind richtig hart schon. Naja, mal gucken, ob wir jetzt noch irgendwas ausrichten können mit einer zweiten Schicht. Also sehr schnell trocknet diese Mascara, was ja auch nicht schlecht ist. So, jetzt gehe ich mal so mit Zickzack-Bewegung. Ja, ich glaube, jo, sehe ich jetzt zerzauster aus? Also ich finde, es ist okay. Ich stehe ja nicht so auf Fliegenbeine, aber irgendwie finde ich sie gar nicht schlecht. Wow. Ja, so ein bisschen zerzaust vielleicht, aber ja. So, hier habe ich jetzt auch noch mal eine zweite Schicht drüber gegeben. Und ja, wie findet ihr das Ergebnis? Ich muss sagen, gefällt mir ganz gut. Ja, ist nicht zu viel und nicht zu wenig. Also mit zwei Schichten, eine Schicht fand ich schon nicht schlecht, aber mit der zweiten Schicht noch etwas intensiver, mehr Volumen. Ja, ihr Lieben, das war's. Das waren jetzt meine neuen Produkte und Miss Hippie, vielleicht hat jemand von euch die Mascara, jetzt zoome ich euch mal raus. So, da seht ihr das jetzt nochmal, so aus der Ferne ist das manchmal gar nicht so verkehrt. Hier seht ihr jetzt vielleicht nochmal die Glanzpunkte. Die Highlighter unterm Augenbrauenbogen und diesen, also ich finde ihn wirklich, doch jetzt so aus der Ferne, finde ich, es ist okay. Ich dachte erst, es wäre mir zu viel goldener Glow. Nein, ich finde es sehr schön. Ja, ein Lippenprodukt habe ich mir nicht neu zugelegt. Es war halt, ja, und die Foundation, also ich bin echt begeistert. Und ich finde, die 120 passt ganz gut jetzt im Moment zu meiner Hautfarbe und ich habe jetzt kein zu gekleistertes Gefühl. Es ist eine leichte Foundation, eine leichte Deckkraft. Aber sie macht wirklich das Hautbild sehr ebenmäßig. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn man... hier steht ja drauf, es soll die Poren nicht verstopfen. Wie es ist ohne Primer. Ich habe ja jetzt einen Primer benutzt. Ja. Und mit dem Pinsel hier bin ich recht zufrieden. Ja. Also ich muss sagen, ich werde jetzt heute auch erstmal so bleiben. Ja, ich werde jetzt gleich wahrscheinlich noch einmal zum Postfach düsen. Und ja, ihr Lieben, das war's. Ich hoffe, ich konnte euch diese drei Paletten von dieser Essence Vloggers Beauty Secrets LE etwas näher bringen. Ich habe ja versucht, sehr viel auszuprobieren aus den verschiedensten... Ach so, jetzt fällt mir gerade ein, ich habe gar nicht den Pinsel hier benutzt. Aber ja, ich denke mal, zum Highlighter auftragen ist der kleine Pinsel bestimmt nicht schlecht. Ja, also mir gefallen alle Paletten sehr, bis auf dieser, wo war er? Ja, dieser Lippen, dieser Balm, One for All Balm, hätte jetzt nicht sein müssen, aber okay. Ich finde Preis-Leistung, ja, ich habe, was mir immer wichtig ist, dass ich die Lidschatten gut verblenden, also dass man die wirklich gut aufs Auge bringen kann und das finde ich, ist mir ganz gut gelungen, gefällt mir wirklich sehr gut und... Ja, ihr Lieben, ich habe euch ja gesagt, ich habe diese drei Paletten ja doppelt gekauft quasi, weil ich möchte einfach eine kleine Verlosung machen für euch. Ja, ihr wisst ja, ab und zu mache ich sowas ganz gerne und das ist dann auch nicht in der Überschrift unbedingt ersichtlich. Deshalb als kleine Überraschung jetzt hinten dran, als Dankeschön einfach. Ja, möchte ich euch diese drei Paletten verlosen. Also ein Gewinn und der Gewinner bekommt alle drei Paletten. Die The Glow Must Go On, die Vintage Rose und die Touch Up To Go. Ja, die möchte ich gern verlosen. Und, Moment, da kommt noch was dazu. Und zwar eine Haarbürste. Fand ich super süß. Das war die letzte im Aufsteller. Das war ja, oder bei uns im DM gibt es die LE noch, von Essence Juice It, diesen Tea Tangle Brush. Ne? So ähnlich wie der Tangle Teaser. Ich glaube, das soll eine Kiwi darstellen. Richtig schön fruchtig sieht diese Haarbürste aus mit diesen Borsten. Ja, diese Bürste konnte ich noch bekommen. Das war die letzte. Die kommt dann zusätzlich noch zu den drei Paletten.
Das wäre jetzt der Gewinn. Und wer jetzt Lust hat, der, ihr kennt das ja eigentlich, die Regeln schreibe ich nochmal in die Infobox rein. Ne? Ihr solltet ganz wichtig volljährig sein. Falls das nicht der Fall ist, müsst ihr eure Eltern, Erziehungsberechtigten fragen. Die müssen mir das okay geben, sonst funktioniert das nicht leider. Ich lasse die Verlosung eine Woche laufen und werde dann in einem Infovideo kurz, so ein, zwei Tage spätestens nach Auslaufen der Verlosung, werde ich euch in einem kurzen Video den Gewinner bekannt geben. Ja, was müsst ihr dafür tun? Wenn ihr mitmachen wollt, wenn ihr Lust auf den Gewinn habt, dann schreibt mir doch einfach ganz kurz, was euer aktuelles Lieblings-Sommergetränk ist. Ja, vielleicht ist da was Interessantes für mich dabei. Irgendwas Erfrischendes vielleicht. Ich bin gespannt. Schreibt mir euer liebstes Sommergetränk und damit nehmt ihr dann an der Verlosung teil. Wie gesagt, eine Woche und alle Infos stehen nochmal in der Infobox. Und ja, einfach als kleines Dankeschön dafür, dass ihr da seid, dass ihr meine Videos schaut und immer fleißig kommentiert oder ein Däumchen da lasst. Freue ich mich immer mega drüber. Ja, und dann würde ich sagen, war's das, ihr Lieben. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne, schöne Zeit. Bleibt mir gesund und bis hoffentlich ganz bald, eure Nadine.